Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lenz TV mal wieder. Es ist das erste Spiel nach Corona gewesen und es ist alles beim Alten geblieben, außer dass keine Leute im Stadion waren. Es war der komplett gleiche Kick wie immer. Sturm hat verloren 1:2 gegen den WAC, hat damit zum wiederholten Male gegen die Wolfsberger den Kürzeren gezogen und hat jetzt auch am Boden verloren im Kampf um Europa, ist jetzt nur mehr auf dem 6. und damit letzten Platz in der Meisterschaftsgruppe. Und man muss auch sagen, wenn man das Spiel Revue passieren lässt, es hat sich wirklich nicht viel verändert. Gehen wir mal nur kurz die Partie durch. Danach werde ich doch kurz vielleicht auf die Gesamtsituation zu sprechen kommen. Auf jeden Fall hat es nicht so extrem schlecht begonnen. Die ersten Minuten ist sowieso nicht wirklich was passiert. Danach Sturm mit dem ersten recht gefährlichen Abschluss durch Kitaishvili, wo Kofler im WRC-Tor keine Probleme hatte. Wenig später, in Minute 20 herum, wieder Kitaishvili, der aus der Distanz abzieht und den Ball an die Latte knallt. Trummer hat ihm den Ball zunächst von der linken Seite aus serviert. Sturm also zu dem Zeitpunkt nicht so schlecht in der Partie. Danach aber ist das Ganze wieder eingeschlafen. Die Wolfsberger sind ab und an dann doch so ein bisschen Richtung Tor gekommen. Waren auch meistens nicht gefährlich. Lindl aus der Distanz, der war jetzt nicht so gefährlich, den hatte Siebenhandel relativ sicher. Und dann knapp vor der Pause, eigentlich aus dem Nichts aus meiner Sicht, hoher Ball in den 16er und Sean Weißmann, der Top-Torjäger der Wolfsberger, mit einem richtig schönen Fallrückzieher, gibt's nichts. Aber wie frei war der bitte? Komplett alleine gelassen im 16er. Hammer Tor, Tor des Monats, keine Diskussion, aber der darf nie und nimmer so frei stehen. Ja, hat keinen besonders gejuckt, 0:1, knapp vor Pausenpfiff und nach der Halbzeit, muss man sagen, ist das Spiel noch schlechter aus Sturmsicht geworden, weil man auch noch weniger in der Offensive speziell zustande gebracht hat. Man hat den ewigen Trott gesehen und man hat gesehen, es ist wieder mal kein Plan B. Wenn wir in Rückstand geraten, ist die Partie eigentlich gefühlt zu 80%, mindestens 80% verloren. Und war in dem Fall auch nicht anders. Zweite Halbzeit eben nicht viel von Sturm zu sehen. Gerade offensiv eigentlich immer mehr der WAC am Drücker, muss man sagen. Also die hatten wirklich gute Möglichkeiten nach einer knappen Stunde. Zuvor war das Spiel eben ein bisschen verflacht wiederum von beiden Seiten. Eher aber Wolfsberg hat es eben im Griff. Schon weiß man, völlig freistehend, bekommt im 16er den Ball und haut den drüber. Dann hatte auch Jojic, der Ex-Dortmunder und Kölner, einen Schlenker, der auch knapp das Tor noch verfehlt hat. Also man muss schon sagen, also Weißmann haben wir das erste Tor gemacht, aber was die auch für Chancen hatten, so im zweiten Durchgang. Auf jeden Fall hat der WAC dann auch das 2:0 gemacht, nicht mal unverdient. Michael Lindl kann da durchspazieren in Richtung 16er, zieht dann ab. Und Siebenhandel sieht vielleicht ein bisschen unglücklich aus. Der Ball war wohl auch platziert, war dann auch nochmal abgefälscht, glaube ich. Aber ja, das 2:0 aus meiner Sicht, zumindest hat es ein bisschen nicht unhaltbar ausgesehen, sagen wir so. Und dann passiert das, was dann doch immer kommt. Sturm hat übrigens auch heftig gewechselt. Also ich will da die Wechsel alle nicht aufzählen, nur so viel. Despotov wurde auch wieder mal erst eingewechselt. Dafür hat Trummer links hinten eine sehr gute Partie, finde ich, gemacht im Großen und Ganzen. Aber erst dann hat man wieder ein bisschen was in der Offensive probiert. Hier Länder mit einem Distanzschuss. Das war schon in der Schlussphase so, ein bisschen vor der 80. Minute. Hier Länder aus der Distanz, der Ball wird abgewehrt von Kofler. Friesenbichler ebenfalls eingewechselt, spielt zurück auf Sakic. Der war wahnsinnig schlecht, aus meiner Sicht. Die Aktion war dann aber in Ordnung. Der flankt den Ball nämlich rein und Thorsten Röcher mit dem Kopf, den man ansonsten auch nicht so oft gesehen hat offensiv, mit dem Anschlusstreffer Minute 77 das 1:2. Danach ging aber trotzdem nicht wirklich mehr was in der Offensive, also Sturm sowieso statisch, langsam. Ich will da gar nicht drauf losschimpfen, aber man ist einfach enttäuscht. Also ich bin einfach nur enttäuscht, es war eben die ewig gleiche Leier. Auch nach dem Spiel gut begonnen, aber nach dem ersten Gegentor alles vorbei. Und da muss man auch den Trainer ganz ehrlich auch in die Pflicht nehmen. Es kann nicht sein, dass man als Bundesligamannschaft keinen Plan B in der Tasche hat. Außer auf Konter spielen und den Ball irgendwie nach vorn hauen. Also da sehr enttäuschend. Man muss sagen, das hat einem dem
den Nicht-Stadionbesuch dann sogar einen Tick einfacher gemacht vom Fernseher, weil man sich geärgert hätte. Trotzdem natürlich hätte ich mir gewünscht, das Ganze im Stadion zu sehen. Nicht unbedingt dieselbe Leistung, aber einfach. Ja, es ist schon sehr traurig, wenn man das ganze Stadion ohne Zuschauer sieht. Auch auffällig. Ja, da muss ich Sky auch mal ein bisschen in die Pflicht nehmen. Die reden so positiv darüber. Ja, keine Fans im Stadion. Man hat jetzt ja keine Tumulte so auf die Art. Es ist ja sowieso alles so ein bisschen besser, weil man ja die Trainer jetzt auch versteht. Also jetzt ganz ehrlich, was ist los mit euch bescheuerten Hunden? Ehrlich, sorry, wenn ich da ein bisschen, ja, bisschen emotional werde, aber sowas regt mich auf. Auch, ja, die ganze Situation. Wie gesagt, aus meiner Sicht, ich glaube, man hätte schon längst wieder aufsperren können, im großen Stil. Man könnte längst wieder Leute reinlassen. In anderen Ländern gibt es das schon, zumindest vereinzelt. Ich glaube, in Serbien durften ein paar hundert jetzt schon rein. Und ja, im Endeffekt ist jede Partie, die ohne Zuschauer stattfindet, unnötig verlorenes Geld an Zuschauereinnahmen auch. Nur mal auch für die Vereine, weil vielleicht findet da dann prinzipiell ein Umdenken auch statt. Also, ich sag nur, schaut nach links und rechts, informiert euch über das ganze Thema, auch was jetzt passiert, denn das ist ja einfach so wirklich ziemlich die Grundrechte eigentlich eingeschränkt nach wie vor sind für viele. Das wird irgendwie nicht so ganz erwähnt und das stößt mir auch ein bisschen sauer auf. Das soll schon auch ja, nach außen getragen werden. Es ist nicht in Ordnung im Moment, wie das Ganze läuft, auch anhand der aktuellen Datenlage, aber da gab es schon ein paar Sachen vorher. Deswegen informiert euch bitte, mein Appell, über die ganze Situation und dann ja, gebt auch eurem jeweiligen Bürgermeister, bei uns wissen wir ja, wer das ist, dann auch ein bisschen Stoff, damit da was weitergeht und wir alle wieder ganz normal, ohne Masken und ohne Abstand und ohne diese ganzen ja, lustigen Vorgaben ins Stadion wieder können. Also, ihr schreibt mir natürlich, bevor wir das Video beenden, gerne wieder in die Kommentare, was sagt ihr zu diesmaligen Partie? Ja, dasselbe wie immer, was sagt ihr zur ganzen Situation aktuell? Und ja, ist es euch extrem schwer gefallen, dem Spiel nicht live beizuwohnen? Also, ihr könnt es mir gerne, wie gesagt, wie immer in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns einfach dann beim nächsten Mal hier bei der LensTV. In diesem Sinne, euer Elias, nichtsdestotrotz natürlich auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.